Diesen Auftritt von dir sehr genossen gerade. Und deine Danke. Single heißt Kaleidoskop. Und du bist auf jeden Fall wie eine Kaleidoskop. Du bist sehr vielseitig. Du bist Model, Malerin, Musikerin. Was magst du am meisten? Ich denke, ich male und musiziere gleichermaßen gerne. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war ungefähr 3 Jahre alt und da habe ich immer die Tapeten bei meiner Mama in der Wohnung voll gemalt, vor allem in meinem Kinderzimmer. Und habe mich immer dabei ertappt, dass ich auch schon gesummt habe. Also ich komme aus einem musikalischen Haushalt und habe immer auch die Musik der 80er Jahre extrem geliebt. Gerade eben so die großen, starken Emotionen, große, starke Songs. Und da ist es in mir gewachsen, eben, dass ich unbedingt später auch was Kreatives machen wollte. Aber mein Hemmnis war wirklich diese Schüchternheit. Und da habe ich mich als Kind, weil ich auch so eine Art Träumer bin, immer versteckt in so einer Traumwelt und habe viel gemalt. Ich habe dir was mitgebracht. Ach so. Ich habe dir was mitgebracht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war eine Überraschung für mich. Oh, du hast mich gemalt. Ja, weißt du, ich wollte mich einfach an dieser Stelle bei dir ganz, ganz dolle bedanken, dass du Künstlern die Möglichkeit gibst, sich in deiner Sendung vorzustellen. Und ich wusste nicht, wie ich es besser umsetzen kann. Oh, wenn ich dich knuddeln könnte, dann würde ich das gerade machen. Dankeschön. Oh mein Gott. Und ich sehe so jung aus. Nein, das bist du. Oh. Genau das bist du. Also du bist für mich auf der einen Seite auch ein Träumer, ein Fantast, aber auch jemand, der sich federleicht durch diese blumige Welt der Unterhaltung mit Bravour bewegt. Ja, und bestimmt auch jemand, der mit viel Lebenserfahrung in manchen Momenten innehält. Und, und was ich noch sagen wollte, du weißt es gar nicht, ich habe Nächte damit verbracht. Ich wusste, ich kenne dich, kannte dich nicht. Und Nächte damit verbracht, wie ich dich umsetzen kann. Du hast es gar nicht gemerkt, dass wir Nächte zusammen verbracht haben. Also wenn mein Mann da hört, dann würde ich auf jeden Fall die Augen aufmachen. Oh, Sweetheart, lieben Dank für das tolle Bild und für deine Zukunft wünsche ich mir nur das Danke Beste. Dir. Dankeschön. Nee, Martin!